München, Leute. Mich gerade von Patrizia verabschieden und fahre Richtung Darmstadt. Habe nämlich in halbe Stunde meinen Termin. Ja. So, da gehe ich jetzt hin und gucke mir einen Laden an, treffe mich mit dem Eigentümer und bin gespannt, wie das ausgeht. Bin jetzt in der Stadt. Es ist Mittag. Gleich trinke ich einen leckeren Kaffee. Sehr lecker. Ich muss ein bisschen ein. Und die Leute, jetzt ist ein problematischer Parkplatz zu finden. Aber es ist schon einfach. Ich muss mich ein bisschen beeilen. Gut durchrechnen, ne? Ja. Das heißt, Toiletten, Sanitäranlage muss noch gebaut werden. Hier werden noch extra 30 Quadratmeter hinter dem Schrank. So, mein Lieben, jetzt bin ich wieder allein. Also ich habe mir den Laden mal angeguckt. Das ist der Laden hinter mir. Die Miete ist ziemlich hoch. Allein Kaution wäre. Und hätte es Toiletten, wäre es zum Beispiel was anderes. Aber es hat keine Toiletten. Und Sanitäranlagen zu bauen ist teuer. Sehr, sehr schön hier. Ich zeige euch das mal. Hier könnte man natürlich komplett Terrasse machen. Der Laden ginge dann auch bis hinten in die Ecke runter. Das hier ist eine Cafeteria, was sehr, sehr bekannt ist. Und ja, also ja, das ist über das natürlich, was ich mir erhofft habe. Mir kam es nämlich in die Ohren, dass es 2000 Euro Miete wäre. Das ist es leider nicht. Das ist ziemlich viel. Und damit schließt sich das aus. Wenn ich in Darmstadt bin und dann zwei Straßen weiter, ist auch Stadtmitte, zahlt ein Freund von mir 2000 Euro Miete. Es ist jetzt keine schlechte Gegend oder so. Es ist halt vielleicht 500 Meter von hier. Das ist ja ziemlich zentral alles gelegen. Und sowas würde mir auch vollkommen reichen. Ich brauche da jetzt hier keine, mit Mehrwertsteuer wäre ich bei Miete. Und ich, wenn ich mal die Nebenkosten kalkuliere, wäre ich Fixkosten im Monat 15.000. Ist ein ordentlicher Preis, würde es reinholen, aber muss es nicht. Deswegen muss man mal jetzt gucken. Der Laden hier ist es, von da bis hinten in die Ecke. Wie ihr sehen könnt, könnte man im Sommer schon als Terrasse die Fläche gut benutzen, aber man muss erstmal sehr, sehr viel investieren, um überhaupt hier voranzukommen. Wenn ich überlege, was die Shisha-Bars im Internet abgelegenen Orten und Stellen für Preise verlangen, 70.000, 80.000, dann würde ich wirklich, wenn ich 70.000, 80.000 Euro hätte, hier in investieren. Da weiß ich, wenn Shisha nicht funktioniert oder keine Ahnung, mein Konzept ist ja gar nicht nur Shisha-Bar, da würde ich was anderes machen, also eine reine Cafeteria, so wie K&K oder andere Konzept. Es gibt ja so schöne Cafeterien und gut ist oder ja, Eiskaffee, was weiß ich. Aber nicht in eine Seitenstraße abgelegene Stelle 80.000, 70.000 Euro für eine Shisha-Bar bezahlen. Nee, würde ich nicht machen. Ich suche weiter in Darmstadt. So, es hat sich aber auch gleichzeitig was anderes ergeben. Hier die Fläche, wie ihr sehen könnt, könnte ich eventuell mit dem, der mir das jetzt alles vorgeschlagen hat, Veranstaltungen machen, indem wir hier für die Leute im Sommer was veranstalten kann, auch mit Shisha, Cocktail und andere Kleinigkeiten starten. Wir würden die Fläche auch bekommen, auch für wenig Geld. Deswegen könnte man auch so schon Geld machen. Ich habe die Erfahrung, er hat die Ideen, er hat die Kontakte und so funktioniert das. Da könnte man auch Geld verdienen. Vielleicht mal wieder klein anfangen. Ja. Ich habe auch jetzt keine Lust, so viel Geld zu investieren. Und am Ende stehe ich da und habe das Geld ist weg. Ja. Weil viel Investition entspricht auch viel Druck. Und das möchte ich eigentlich vermeiden. Okay, ihr Lieben, ich habe jetzt ganz viel geredet. Das kann ich ja ganz gut. Ich gehe jetzt rein und ist was. Da könnt ihr gerne hingehen. Das ist wirklich sehr, sehr gut. Das sind sehr, sehr nette Leute. Kunstcafé. Oh, zack. Kann ich euch empfehlen, sind nette Leute, sehr gute Kaffee.
Und die haben auch für Sommer so Sitzmöglichkeiten für draußen. Ich wäre dann halt hier nebendran gewesen. Bin jetzt in Krummstedt angekommen. Ich kaufe hier auch schnell was im Penny ein, um zu Hause was essen zu machen für die Kinder. Und löse dann die Patricia, weil sie nach Frankfurt geht. Ein bisschen Zeit habe ich noch und muss mich jetzt ganz schnell beeilen. Okay, Schatz. Ich bin Doktor. Okay. Wir kochen jetzt mit der Celia. Patricia ist jetzt abgelöst. Tschüss, Schatz. Lieb dich. Fahr langsam. Hey, Johnny! Johnny! Papa. Na, Schatz? Johnny für C, also du für, bist für B. Guck mal, die Beste du bist die ist Süße. A, B, C. Johnny ist das C und ich bin das A und du bist das B. So, machen wir uns was zum Essen? Ich hab viel Haarreis gekauft. Gut. Dann legen wir mal los, ha? Ich will mitspielen. Okay, du machst. Du haltest gerade kurz. Oh, Foto, dick, dick. Entschuldigung. Die spielen jetzt Sims, die süßen Kinder. Ich fange jetzt an, was Essen zubereiten. Keule und Putte. Wasser, bisschen Kräutermix, keine Gemüse und Paprika reinmachen, sonst ist es wirklich so Matschepampe, alles viel später rein. Wenn das hier so 2 Stunden köchelt, es schmeckt wirklich grandios. Knoblauch, Zwiebeln, Fleisch auch mal ein bisschen anbraten. Es gibt viele Variationen. Im Ofen kann man das auch machen, aber ich mache das jetzt in dem Topf. Da kann die Patricia auch was essen. Meine Frage ist, ob wir so lange machen müssen. Patricia kommt. Achille, Schatz, hast du noch nichts gegessen? Nein. Habt ihr alle Hunger? Ja, aber mein Mann tut so weh. Mein Kopf tut so weh. Ja, dann denk nicht so viel nach. Sagt man zu seinen Kindern nicht, ne? Genau. Aber mit dem Essen loslegen, das können wir jetzt machen. Hier bei uns in Hessen schneit es ein bisschen. Es ist mal ziemlich kalt, dann geht's wieder rum. Wenn man gut verpackt ist, dann friert man auch nicht so. Ja. Während ich hier koche, liest die Itzima. Und lauter, Schatz. Viel lauter, bitte. Die Kinder bauen schöne Windspiele. Ich spiele mit bunten Bändern. Jan hat viele rote und blaue Tupfer. Sie wissen auch schon, einen Platz für ihre Windspiele. Sie sollen über der Haustür hängen. Das ist lustig, wenn wir im Wind fliegen. Da wird es ja jetzt kennen. Der Frühling ist da, die Veilchen blühen, die Vögel singen, die Kinder bauen schöne Windspiele. Lina schmückt ihr Windspiel mit bunten Bändern. Jan hat viele rote und blaue Tupfer aufgemalt. Sie wissen auch schon einen Platz für ihre Windspiele. Sie sollen über der Haustür hängen. Es ist lustig, wie die Bänder im Wind fliegen. Verstanden? Und du jetzt? Hm? Das schaffst du schon, mein Schatz. Nicht auswendig durchrennen. Der Frühling ist da. Du musst, das ist quasi wie wenn du mir erklären willst, was da drinnen in der Geschichte sich abspielt. Vorkommt, genau. Da sagst du nicht, der Frühling ist da. Der Frühling ist da. So wie Baba, der Frühling ist da. Du musst das lesen und nicht einfach die Wörter, die du siehst, lesen kannst, lesen. In dem, so wie cut, sondern der Frühling ist da, nicht der Frühling ist da. Der Frühling ist da. Okay, der Frühling ist da. Sehr gut. Die Veilchen blühen. Die Veilchen blühen. Die Vögel singen.
Die Kinder können auch singen. Ja, einmal habe ich nicht erlebt und habe gesagt, die Kinder singen. Weiter. Die Kinder bauen schöne Windspiele. Sehr gut. Super betont. Jan hat viele rote und blaue Tupfer aufgemalt. Sehr gut, Schatz. Die wissen auch schon einen Platz für ihre Windspiele. Sie sollen über der Haustür hängen. Es ist lustig, wie die... Du musst sagen, es ist lustig, wie die Kinder mitspielen. Sehr gut. Und nochmal, wie als würdest du eine Geschichte erzählen? Versuch das mal, das ist wichtig, wenn man das liest, Schatz. Okay. Komm, lesen wir mal zusammen. Der Frühling ist da. Der Frühling ist da. Die Veilchen blühen. Die Vögel singen. Die Kinder bauen schöne Windspiele. Lina schmückt ihr Windspiel mit bunten Bändern. Jan hat viele rote, blaue Tupfer aufgemalt. Jan hat viele rote, blaue Tupfer aufgemalt. Nicht so kat, kat, kat mit Übergang. Sie wissen auch schon. Du kannst da ruhig so kurze Pause machen, ohne dass da Komma ist oder Punkt ist. Sie wissen auch schon. Für ihre Windspiele. Sie sollen über der Haustür hängen. Es ist lustig. Es ist lustig, wie die Bänder im Wind fliegen. Es ist lustig, wie die Bänder im Wind fliegen. Zack. Es ist lustig, wie, wie die Bänder im Wind fliegen. Richtig. Du noch einmal, dann bist du fertig. Okay. Sich. Vor Freude. Also, der Frühling ist da. Die Veilchen blühen, die Vögel singen. Sehr gut. Die Kinder bauen schöne Windspiele. Na, geht doch. Super, Schatz. Lina schmeckt ihr Windspiel. Bisschen schneller. Mit bunten Bändern. Nicht mit bunten Bändern, mit bunten Bändern. Jan hat viele rote und blaue Tupfer aufgemalt. Sehr schön, Schatz. Die wissen auch. Einen Platz für ihre Windspiele. Sehr gut, Mensch. Sie sollen über der Haustür hängen. Es ist lustig, wie die Bänder im Wind fliegen. Super, Itzi, hast du toll gemacht. Zweimal einmal eins durchgehen, dann bist du fertig. Ja, okay. Tolles Mädchen, Itzi, wir lieben dich, Schatz. Hast du toll gemacht. Ja. Dankeschön. Wir haben jetzt schnell geübt. Am Donnerstag schreibt sie eine Arbeit. Wir kriegen schon Schreiben, dass sie viel, viel besser geworden ist. Wunderbar. Ja, Schatz? Ich habe das einmal einzumachen. Schublade reingemacht. Sehr gut. Und jetzt muss ich es zweimal durchgehen. Gut. Sieh an. Da fehlen selbst mir die Worte. Also, ich hatte ja... Nach Putens Schenkel gekauft. So sieht das jetzt alles mal in dem hübschen Topf aus. Gut, das Fleisch. Kartoffel habe ich dazu gegeben, damit es etwas dickflüssig wird. Was habe ich noch dazu gegeben? Knoblauch, Ingwer, Bio-Orangeschale, Bio-Zitronenschale ein bisschen. Später. Kommen noch Zucchini rein, Paprikasorten, verschiedene unten habe ich ganz viele, hole ich jetzt am besten. Tomaten habe ich hier. Das wird alles erst später reingehen, wenn ich das durchjage, durchkoche wie so ein Wilder, habe ich ja gar keine Vitamine. Kommt das alles etwas später rein. Ich kann noch ein bisschen Kartoffel schneiden, die kann ich dann auch noch dazu geben. Es sind jetzt zwar zwei Kartoffeln drin, die nicht so klein waren, aber die waren dafür da, dass sie eher so mehlig und die Suppe etwas dicker machen. Papa, die alte Reihe muss ich nicht sagen. Das weißt du ja. Mit der Puderwasser. Ja, mein Schatz. Bitte schön. Machen wir das auf? Ja. So, ihr Lieben, ich bin schon sehr gut weit gekommen. Die Itzi macht jetzt... Ich mal auch. Echt? Ja. Sehr schön. Wie vorhin erklärt,
habe ich die Kartoffeln, die Paprika jetzt hier angebraten und nicht da drinnen gekocht, bis es Matschepampe ist. Zucchini braucht nicht so lange, deswegen behalte ich die Zucchini noch etwas draußen und später gebe ich sie zu den Paprika und Kartoffeln dazu. Ja, manche kochen auch das Nachschatz, deswegen erkläre ich das so gut ich es kann, da ich immer so 10 Sachen im Kopf habe. So wie jetzt muss ich zum Beispiel dran gerochen, dann bin ich schon abgelenkt. Ja, bisschen Wasser fehlt, wie ihr sehen könnt, ist das Fleisch ganz gut. Ich bin mir sicher. Oh, das sieht aber wirklich gut aus. Ich bin mir sicher, wenn ich das hebe, wird das schön auseinanderfallen. Das sieht nur so aus, weil der Knochen so lang ist. Ich wollte es nicht so durchjagen, weil ich dann immer so Splitter in der Suppe habe und am Ende dann irgendwann mal immer sieben muss. Das wollte ich nicht. Deswegen habe ich es mal jetzt so gelassen. Ich könnte es theoretisch auch vom Knochen jetzt entfernen. Papa, der Maus. Wie gesagt, es fällt jetzt schon auseinander. Ah, du bist aber ganz schön kreativ. Es wird schön aussehen, aber mach die mal so richtig rein, dass die auch ordentlich drin sind, Schatz, im Wasser. Super, Mama wird sich freuen. Nein? So, ja, mach alle rein. Ja, das ist meine Itzi, ich bin genauso, nämlich, ich bin eigentlich auch ein sehr kreativer Mensch. Genau. Jetzt haben wir es geschafft. Wie die Itzi. Und so kreativ wie die Itzi ist, ist auch der Mama. Das ist geschafft. Genau. Ich fand es schön, die bunten Rosen, Schatz. Deswegen habe ich die gekauft. Die gab es auch in rosa, gelb, rot. Ich wollte die bunten. Die Narzissen, wenn die aufblühen werden, Itzi, wird das auch sehr schön aussehen. Und wenn du aufblühst, mein Schatz, bist du die Schönste. Ich weiß jetzt nicht, ich kann nicht aufblühen. Nein, anders aufblühen, glücklich sein und so. Ah, das gefällt mir schon viel besser. Anstatt zu kratzen. Dann probier mal. Lecker. Gell? Vielleicht noch ein bisschen zu viel Salz. Ah, das ist nur oben drauf. Wenn man das umrühren würde, wäre es weniger. Ich weiß es. Vermehrt sich das in der Suppe. Mhm. Vermischt sich das. Oh, ich mag das. Meine Suppe ist jetzt soweit. Mit Patrice habe ich auch telefoniert. Sie ist unterwegs. Alles ist gut verlaufen. Und ich hoffe, sie fährt langsam. Es ist nämlich kalt und schneeig. Gibt es dieses Wort? Schneeig? Warum nicht? Wenn nicht, jetzt gibt es das Wort. Also gut, es ist schneeig und Patricia ist unterwegs. Nein, es schneit und es ist kalt und die Straßen sind glatt. Ich hoffe, dass Patricia langsam fährt. Dann können wir auch, dass sie auch gut ankommt, können wir zusammen essen. Die Kinder gucken Batman und Superman-Film, wo die gemeinsam spielen. Irgendwann kommt auch Wonder Woman. Das ist spannend für die, sehe ich gerade. Ja, Achille erzählt immer ganz viel. Jetzt gucken die gerade und man hört sie auch. Ich bin von meinem Thema raus. Leute, die Blumen habe ich gekauft. Ja, wunderschöne Farben. So sieht die Suppe jetzt aus. Gianni, es ist sehr heiß, du musst warten, sonst verbrennst du dich. Okay, Maus?